habe mein Zeugnis bekommen und es sieht so aus. Also ich gehe gerade in die dritte Klasse und für uns ist es das erste Mal, dass wir auch so Noten bekommen. Und manche haben gefragt, wie alt ich jetzt bin. Also ich bin jetzt 8 und ich werde bald 9. Meine Noten sind ganz okay, nur bei Mathe war ich ein bisschen überrascht. Denn ich habe bei der Mathe eine 3 hier und ich hatte in Mathe eine 1 geschrieben, eine 2 und dann eine 3. Insgesamt habe ich eine 3 bekommen, aber ich müsste, um eine 3 zu bekommen, eine 7 im Mündlichen haben, damit das Ganze aufgeht. Also es geht eigentlich gar nicht. Kommen wir jetzt zu meinen Kompetenzen. Arbeitsorganisation, ja, ist okay. Konzentration ist auch okay. Selbstständigkeit ist schon gut. Eigene Ideen und Gedanken einbringen ist schon okay. Teamfähigkeit, super. Und das stimmt auch, ich bin ziemlich teamfähig. Konfliktfähigkeit, ja, ich habe wenig Streit mit den anderen. Stärke, Schwäche, Entwicklungspotenzial, Besonderheiten, nichts. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Zusätzliche Bemerkungen, keine. Also insgesamt ein hervorragendes Zeugnis. Bevor das Video weitergeht, schreib mir doch mal, ob du schon dein Zeugnis bekommen hast und was deine beste Note ist. So, jetzt muss ich das Ganze noch meinem Vater zeigen und ich hoffe, er wird genauso begeistert sein wie ich. Hast du das Zeugnis bekommen? Ja. 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 Mir darf das keiner sehen. Ja, ist das so schrecklich? Jahrgangsstufe 3. So, so. Warum bist du nicht in 4? Deutsch? Okay, das war abzusehen. Und warum bist du in Mathe da so? Weiß ich nicht. Hast du da eigentlich ganz gute Noten geschrieben? Oder? Ja. 1, 2, 3. So, so. Was machst du denn im Unterricht? Singst du die ganze Zeit irgendwelche Lieder? Nö. Nein. Unterhältst du dich mit deinen Kollegen? Nein. Ah, aber warum hast du so lange gesagt? Okay. Also Englisch. Englisch gut? Mhm. Eine 2. Nicht schlecht. Musik, Sport, okay. Sehr schön. Überfachliche Kompetenzen, was ist das denn? Das sind keine Noten, sondern das sind so, ob man da gut ist oder nicht. Mhm. Aber keine Noten. Okay, Arbeitsorganisation. Mhm. Anwendung von Methoden. Wie? Was, wie, ob man schreiben kann oder was? Nö, glaub schon. Hilfsmittel. Hilfsmittel angemessen verwenden, effektiv mit Medien, Lexika, Wörterbüchern und digitalen Medien arbeiten. Was? Digitale Medien? Kannst du doch, oder? Kannst du auch iPad? Ja. Also jedes Spiel anmachen eigentlich. Mhm. Aber wir haben auch in der Schule Tablets. Konzentration. Oh, das ist ganz gut, ne? Selbstständigkeit. Ups. Was? Bist du nicht selbstständig? Muss man dir mal sagen, was du zu tun und zu lassen hast, ja? Mhm. Engagement. Teamfähigkeit, okay, Teamfähigkeit, sehr gut, okay. Konfliktfähigkeit, ja, eigentlich auch ganz gut, ne? Aber nicht optimal. Stärken, Schwächen, Entwicklungspotenzial und Besonderheiten, hast du keine. Das ist natürlich, das ist gut. Okay, ja, gut, dann. Insgesamt ist dein Vater zufrieden. Alles okay. Stift. Für das erste Zeugnis. Ich verrate ein Geheimnis, mein Zeugnis sah so ähnlich aus. Nur das mit der Konfliktfähigkeit, da hatte ich Probleme. Wiederholte Probleme. Sorgeberechtigter, das bin glaube ich ich, ne? Und das schreibe ich mal hier. Tja, gut. Das steckt man wieder ein, das kommt ja wieder zurück, ne?
Tschüss. So, für mich war das auch toll. Und dann warte ich mal auf das nächste halbe Jahr. Und dann sag ich mal tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.